Jojo Gang, David am Start hier für euch. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Tchibo. Der ultimative Shoppingtraum einer jeden Mutter mit etlichen ehrlichen Filialen in deutschen Innenstädten und einem flotten Online-Shop. Bei dem Konzern kann man so gut wie alles kaufen, von Kaffee und Klamotten über Möbel bis hin zu Taschen und Rucksäcken. Zum Beispiel dieser coole 3-in-1 Reiserucksack hier. Ziemlich sleek, natürliche Farben, man kann das untere Teil abnehmen und, damn, sogar aus recyceltem Polyester. Passend dazu gibt's diese Sicherheitsumhängetasche und diese etwas kleinere Sicherheitsumhängetasche mit Sicherheitsgürtel. Sicherheit. I have no clue what that means, but it's the best thing ever. Auf jeden Fall sehr krasse Items. Da haben Tchibos Produktentwickler mal wieder ordentlich ausgepackt. Wäre natürlich bitter, wenn man sich beim Design dieser Kollektion von einem kleinen Berliner Startup inspirieren lassen hätte. Oh oh. Two, four, guts! Der Sponsor des heutigen Videos ist NordVPN. Mit VPNs kann man virtuell seinen eigenen Standort ändern. Das heißt nicht, dass man komplett anonym surfen kann und sich keine Gedanken mehr über den Schutz seiner Daten machen muss. Mit VPNs kann man allerdings viele Geoblockings umgehen und Inhalte aus anderen Ländern schauen bzw. sie lesen. NordVPN ist dabei super einfach zu bedienen. Man sucht sich auf einer Weltkarte ein Land aus und schon ist man verbunden. Es gibt über 5400 Server in 60 Ländern und davon sind mehr als 240 in Deutschland. NordVPN ist auch deshalb super schnell, ihr werdet also keine Probleme mit eurer Verbindung haben. Seit neuestem ist auch ein zusätzlicher Bedrohungsschutz integriert, ganz ohne zusätzliche Kosten. Dieser kann schädliche Pop-ups und Anzeigen blockieren, wenn ihr Websites öffnet. Unter nordvpn.com/twoboardguys kriegt ihr einen exklusiven Deal auf einen 2-Jahres-Plan. Außerdem gibt es einen Monat gratis dazu. Wenn euch NordVPN nicht gefallen sollte, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das Berliner Startup Wakes verkauft seit knapp 4 Jahren nachhaltige Rucksäcke und Taschen. Im Mai hat eine Kundin sich bei ihnen gemeldet. Sie hat in einem Tchibo in Wien Taschen gefunden, die den Wakes-Designs verblüffend ähnlich sehen. Dann haben sie auch die ganzen Taschen im Onlineshop gefunden. Und naja, auch wenn einige Details anders sind, die Ähnlichkeit zu den eigenen Produkten ist halt schon irgendwie da. Das sind die Wakes-Taschen und das sind die Tchibo-Taschen. Tchibo, Wakes. Tchibo, Wakes. Tchibo, Wakes. Die Wakes-Produkte sind by the way auch aus recyceltem Plastik, beziehungsweise die Tchibo-Produkte sind das auch, weil die ja, naja, erst später da waren. Und auch die Maße sind ähnlich. Da Wakes nicht so viele Produkte hat, gibt es bei Tchibo, bis auf ein paar kleinere Items und Accessoires, zu jedem Wakes-Produkt ein passendes Plug-in. Entschuldigung, ähnliches Gegenstück. Wakes hat herausgefunden, dass Tchibo sich die Startup-Produkte sogar in die eigene Zentrale nach Hamburg bestellt hat. Sass! Der Konzern hat den Wakes-Gründern aber versichert, dass die Tchibo-Taschen ihre eigenen Entwürfe seien, inspiriert von verschiedenen Produkten. Nach kurzen Gesprächen zu einer möglichen Collab mit Tchibo haben die Gründer jegliche Form der Kooperation abgelehnt. Sie unternehmen auch keine rechtlichen Schritte. Als kleines Unternehmen rechnen sie sich nämlich eher schlechte Chancen aus, ein Legal Battle gegen das Rechtsteam von Tchibo zu gewinnen. Ganz grundsätzlich darf man Produkte nachahmen. Das fördert den marktwirtschaftlichen Wettbewerb und so. Aber wo etwas Nachgeahmtes aufhört und das Plagiat beginnt? Schwierig. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und schwer vorherzusagen. Die Wakes-Gründer vermuten, dass die Tchibo-Produkte vielleicht gerade ausreichend Unterschiede aufweisen, um im Zweifel vor Gericht zu gewinnen. Aber auch voll der coole Job, den die Produktdesigner bei Tchibo haben. Lassen sich mal ein bisschen was von einem Startup zuschicken, dann zack wird das Maßband rausgeholt und ganz plötzlich hat man eine komplett eigene, einzigartige Idee für einen coolen Rucksack, der ganz zufällig so aussieht wie der Startup-Rucksack, der daneben liegt. Zwischendurch einen leckeren Tchibo-Kaffee schlürfen, herzhaft böse lachen. Und fertig ist die Arbeit. Da bleibt nicht viel zu sagen, außer Congratulations! Congratulations! Und das ist nicht das erste Mal, dass Tchibo sich mutmaßlich inspirieren lässt. Mal wird dem Konzern vorgeworfen, Kopfhörer und Fahrradschlösser zu kopieren. Mal bringt Tchibo ein Strandtennisset auf den Markt, das diesem hier von 246 irgendwie schon so ein bisschen ähnlich sieht. Ein anderes Mal verliert Tchibo einen Rechtsstreit gegen einen Waffeleisenhersteller, weil, naja, Tchibo war damals so smart und hat einen Produktionsfehler des Originals mitkopiert. Aber zurück zu den Taschen. Der Tchibo-Sprecher hat derzeit versichert, dass man im direkten Vergleich zwischen den Rucksäcken und Taschen klare Unterschiede in der Materialität, den Farben und den weiteren Features sehen und fühlen würde. Die direkten Bestellungen seien nur zum Abgleich gewesen. Wir haben Tchibo auch um Stellungnahme gebeten, aber leider keine Antwort erhalten.
Tchibo ist ein gigantischer Konzern mit über 10.000 Mitarbeitern weltweit. 2020 hat die Bande über 3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das Unternehmen bringt jedes Jahr hunderte neue Produkte auf den Markt und weil das Unternehmen so gigantisch ist, kann es die Produktionskosten senken und Produkte vergleichsweise günstig anbieten. Kleinere Unternehmen können da oft einfach nicht mithalten. Tchibo kann die Produkte, die Wakes ähnlich sehen, beispielsweise für einen Bruchteil der Wakes-Preise verkaufen. Der 3-in-1 Reiserucksack von Tchibo kostet 90 Euro, der Wakes-Rucksack über 250. Wie gesagt, sich inspirieren zu lassen, ist in der Branche etwas ganz Normales. Trotzdem ist es einfach wahnsinnig bitter, wenn dadurch womögliche Existenzen zerstört werden. Und eine Collab hätte man doch vielleicht auch von Anfang an anbieten können. Gerade kleinere Unternehmen, die einfach nicht die Mittel haben, um dagegen vorzugehen, müssen oft tatenlos zusehen. Dabei brauchen wir Menschen mit guten Ideen, die sich auch trauen, neue Sachen umzusetzen. Weil ich jeden Tag das mache, wovor so viele Leute da draußen Angst haben. Was Neues. Jeden Tag. Immer das, was noch nie jemand vorher gemacht hat. Egal ob in Kunst, Musik, Unternehmertum, völlig egal. Und egal ob aus Erfolg oder Misserfolg, aus beidem lernt man. Und dann muss es aber auch weitergehen. So, liebe Gang, das war's mit diesem Video. Was haltet ihr von Tchibos Shenanigans? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst euch ordentlich inspirieren, feiert gut und case closed.